Ich begrüße euch, Leute, zu einem kleinen Video außer der Reihe. Und zwar geht es heute um 5 Karten, die dem Spiel aktiv schaden. In verschiedensten Bereichen. Ich rede heute über Karten, die einfach das Spiel schlechter machen, als es sein müsste. Die verschiedene Strategien zu Einheitsplay machen, die zu generisch sind, die alles irgendwie gleich wirken lassen, die zu viel Broken-Potenzial durch gewisse Combos ins Spiel gebracht haben, etc. Um sowas soll es heute gehen. Ich werde heute nicht alle Karten ansprechen, die ein Problem sind aktuell, es gibt mehr. Deswegen werde ich hierzu wahrscheinlich auch mehr Folgen produzieren. Weitere Vorschläge sind gerne gesehen. Ich habe heute 1-2 kontroversere Karten dabei und ein paar Karten, die auf jeden Fall obvious hier drin sind, die auf jeden Fall hier reingehören, wo es klar war, dass ich sie ansprechen werde. Aber so ein paar Überraschungen sind auch mit dabei, deswegen seid gespannt. Und da würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit dem Video. Und wie gesagt, Vorschläge für weitere Karten sind gerne gesehen. Und schaut auch gerne mal vorbei bei meinem Sponsor Lotte Cards und bei meinem Replay-Kanal. Und da beginnen wir jetzt mit der ersten Karte. Und wir starten heute auf jeden Fall mit der Karte, wegen der alle hier sind. Und zwar die Karte Mystische Mine. Bringen wir es hinter uns, weil diese Karte hier muss heute erwähnt werden. Die Karte ist die dümmste Karte der letzten paar Jahre, wie ich finde. Weil die hat dem Spiel wirklich aktiv geschadet und das kann man sogar beweisen. Die Karte hier macht folgendes. Falls dein Gegner mehr Monster kontrolliert als du, kann dein Gegner weder Monstereffekte aktivieren, noch einen Angriff deklarieren. Er kann also quasi gar nicht spielen. Das ist einfach broken. Falls du mehr Monster kontrollieren solltest als dein Gegner, kannst du weder Monster-Effekt aktivieren, noch einen Angriff deklarieren, was nie der Fall sein wird, es sei denn du willst es, Monster per Turn. Während der Endphase, falls beide Spieler dieselbe Anzahl Monster kontrollieren, zerstöre diese Karte. Was auch nie der Fall sein wird, es sei denn der Gegner topdeckt beispielsweise Darkhold, um seine eigene Monster zu schießen, damit die Karte endlich verreckt. Also ganz ehrlich, ich habe noch nie einen so starken Field-Spell gesehen. Der ist komplett overdesigned und zwar so heftig, dass mit dem Release der Karte Instant Burn Decks Meta wurden. Man hat die wirklich auf Turnieren gespielt und hat damit Erfolge gefeiert. Wann war das letzte Mal der Fall? Ich meine, wir hatten so Decks wie Gemlein FDK oder Plant FDK. Die waren vielleicht mal in den Tops, ja? Aber das hat keinen Hype gehabt, keinen krassen. Aber diese Karte hier war in aller Munde. Es ist einfach dumm, dass so eine Karte existiert. Ich meine, okay, die soll das Spiel vielleicht langsamer machen. Aber dann doch nicht so, dass du Burn Decks damit supportest. Wer will das? Du animierst quasi Leute dazu, reine Trolldecks zu spielen. Das war keine gute Entscheidung, muss ich sagen, von Konami. Und du kannst diese Karte hier fast nicht outen. Du musst schon aktiv Twin Twister siden oder sogar mainen und ziehen, um die Karte loszuwerden. Und deswegen sagen viele Leute jetzt, okay, die Karte hier ist balanced. Aber das ist absolut falsch. Und das liegt einfach daran, dass man Twin Twister nicht raussuchen kann und diese Karte hier schon. Denn selbst wenn du Twin Twister ziehst in einem 40-Karten-Deck, wenn du ihn dreimal spielst, wirst du ihn wahrscheinlich kein zweites Mal ziehen. Aber du kannst die Mystische Mine dreimal spielen, hast drei Metaversums zur Verfügung und dann sogar noch Terraformings. Du wirst diese Karte hier auch mit einem Twin Twister nicht dauerhaft los und gewinnst das Duell, safe. Das ist nicht der Fall, das ist einfach ein Fehlschluss. Ich muss sagen, Mystische Mine hat dem Spiel so stark geschadet, dass man die Karte mittlerweile sogar spielt in Decks, die aktiv für Game reinrennen wollen, weil die als Antikarte so heftig ist, dass du halt in jedem Duell gewinnst, wo du die Karte aktivierst und der Gegner kein Out zieht. Das heißt, selbst so Themen wie Sky Striker, die eigentlich wirklich zumindest einen langsamen Beatdown machen wollen, spielen lieber Mystische Mine, um sich auf der auszuruhen und damit halt Insolvenz zu feiern. Du spielst in Sky Striker mindestens 4 Exemplare dieser Karte in den meisten Builds. Was soll das? Das ist absolut wirklich Cancer. Ich denke, das ist einfach so eine Karte, die hat neue Maßstäbe gesetzt für sämtliche Trolldecks und die hat nichts im Spiel verloren. Ich hoffe, dass wir die Karte wirklich mal eines Tages auf Null sehen werden. Ich denke mal, dass erstmal Metaversum gehittet wird, was absolut dumm ist, weil die Karte eigentlich kacke ist, außer halt im Mystic Mind Decks. Aber so wird es passieren, weil die Mystische Mine ist wahrscheinlich noch zu neu. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Karte hier eines Tages mal auf Null sein wird und sich die Leute fragen in ein paar Jahren, wie konnte sowas jemals existieren. Es hat einfach niemandem gefallen und ich denke, bis heute hasst die Karte so gut wie jeder Spieler. Vollkommen zu Recht. Als nächstes haben wir jetzt eine Kartengruppe und keine Einzelkarte quasi, aber es kommt dasselbe hinaus, weil die ganzen Danger-Karten, die wir jetzt ansprechen werden, sind halt alle quasi ein und dasselbe, und zwar neutrale Draws. Und die sind floatbar, richtig heftig spambar und man kann einfach damit etliche OTKs aufbauen. Man kann die einbinden in die verschiedensten Meta-Decks und die sind einfach fast überall in irgendeiner Weise Staple. Und das ist einfach zu krank. Wir haben hier einfach eine Engine, die aus locker 30 neutralen Draws besteht. Du kannst Decks aufbauen, die sich einfach konstant bis auf die letzte Karte ihres Decks im First Turn leer ziehen, um irgendeine OTK-Kombo rauszubekommen.
selbst Cyberstein wird so halbwegs spielbar. Das ist krank. Das ist eine Karte, über die wir jahrelang gelacht haben, weil sie so schlecht war auf der Banlist. Und jetzt kommt sie raus und du kannst sie quasi in dem FDK spielen. Okay, er ist nicht mega konstant und er kann geoutet werden, aber es ist trotzdem absurd, wie sehr die Dangers sowas pushen, obwohl es so schlecht ist. Weil Dangers machen einfach alles stark. Das kann man fast schon sagen. Du kannst überall die Dangers reinhauen. Und die funktionieren quasi so, dass du halt einfach ein Danger-Monster vorzeigst in der Hand. Dann muss der Gegner eine Random-Karte von deiner Hand abwerfen. Und dann specialst du quasi den Danger, wenn er ihn nicht getroffen hat. Wenn er ihn getroffen haben sollte, triggerst du den Grave-Effekt von den Danger-Monstern. Und du bekommst trotzdem noch quasi Vorteile. Das heißt, es ist quasi eine RNG-Engine, die dich dafür belohnt zu scheitern. Und das ist einfach der Punkt, wo RNG trotzdem broken sein kann. Weil es gibt einfach Danger-Karten, wie beispielsweise Tsuchinoko, die werden quasi abgeworfen, gehen also nicht durch und ihre Downside ist, dass sie doch durchkommen. Ich meine, was soll das? Selbst die Downside ist so stark wie der normale Special Summon-Effekt in vielen Fällen. So Karten wie Nessie suchen einfach, wenn die Downside durchgeht. Das heißt, du gehst einfach nicht mal minus, wenn du halt wirklich scheiterst. Und so soll es einfach nicht sein, wie ich finde. Ich meine, so Karten wie Upstart Goblin beispielsweise sind auf 1. Wir haben Hemmung vor einer Weile verloren, weil Hemmung war halt ein Field-Spell, der neutral Karten ziehen konnte. Und das zum Preis von 1000 Life-Points, also quasi Upstart und umgedreht. Und den konnte man quasi loopen durch halb Pseudoraum, einen weiteren Field-Spell und nochmal aktivieren. Und dann hattest du quasi noch halt Terraforming und du konntest quasi neutral dein Deck ausdünnen um 8 Karten oder so. Und das war wirklich so broken, dass alles zu spät war. Jetzt haben wir Danger und da spielst du quasi 30 neutrale Draw-Karten. Dann auch die Zauberkarte der Anfang vom Ende, der einfach 7 Finsternismonster im Grave banished, um 3 Karten zu ziehen ohne Once per Turn. Das heißt, du gehst einfach plus 2. Es ist ein doppelter Pot of Greed. Einfach mal so. Und klar, das kannst du nur aktivieren im Late Game, beziehungsweise in der späten Hälfte des Zuges, aber das wird trotzdem dreimal die Runde durchgehen. Du ziehst damit einfach 9 Karten. Was soll das? Und du hast danach Saruja, zu dem wir später noch kommen werden. Und der zieht auch nochmal 4 Karten jeweils. Ich weiß nicht, was das sollte, aber man muss einfach sagen, du kannst Danger spielen, wo du möchtest, und das ist nicht gut fürs Spielen. Ich denke, die Karten werden bald nach und nach auf die Banlist gehen, aber das ist halt einfach nicht gut gewesen, weil wenn die Karten jetzt auf die Banlist gehen sollten, weil sie zu stark sind, was vorstellbar ist, dann werden die Banlist einfach zumüllen. Und das in einer Zeit, wo Konami eigentlich aktiv versucht quasi, die Banlist kleiner zu bekommen durch Erratas und so. Das ist so vollkommen fernab von dem, was sinnvoll ist. Aber gut, wie gesagt, das hier ist ein Kritikvideo und deswegen müssen Dangers auf jeden Fall auftauchen. Ob die so clever waren, ist schwierig, aber die nächste Karte ist deutlich kontroverser, würde ich sagen. Und da kommen wir jetzt zu der Karte Schwermetallphose Elektromiet und diese Karte hier kann man hier nur ganz schwer bewerten. Weil die hat viel für das Spiel getan, was gut war, aber die hat auch Downsides und die will ich heute beleuchten, weil die Karte hier schadet dem Spiel schon ein bisschen. Die Karte hier ist ein Link-2-Monster mit 1800 ATK, der Eigenschaft Feuer und den Typen Psi und einem Pfeil nach unten links und einem nach unten rechts, also quasi, naja, die generischen Pfeile, wie man sie kennt. Die Karte wird beschworen aus 2 Panel-Monstern, sie ist also komplett generisch und das ist das Problem und der Effekt. Falls diese Karte hier als Link-Beschwörung beschworen wird, du kannst deinem Extra-Deck ein Panel-Monster von deinem Deck offen hinzufügen, once per turn. Du kannst eine andere offene Karte wählen, die du kontrollierst, zerstöre sie, dann füge deiner Hand ein offenes Panel-Monster von deinem Extra-Deck hinzu. Falls eine oder mehr Karten deiner Panel-Zone das Feld verlassen sollten, ziehe eine Karte. Du kannst den Effekt von dieser Karte hier nur once per turn einsetzen. Die Karte ist mittlerweile auf 1 limitiert, weil sie zu stark war. Und es macht auch Sinn. Ich würde aber fast sagen, diese Karte hier schadet aktiv dem Spiel. Und das hat einen Riesengrund. Pendeldecks haben sich sehr negativ in meinen Augen verändert. Die werden einfach zu einem Brei mittlerweile. Das kann man leider fast nicht mehr anders sagen. Das Problem ist einfach, wir haben das Link-Format bekommen und die Master Rule 4 hat Pendeldecks erstmal komplett umgebracht. Weil die haben quasi die Pendelzonen entfernt und haben sie in die Spell-Trap-Zone gepackt. Also die Leute von Konami haben die Regeln verändert. Und deswegen bleibt dir quasi weniger Backdraw-Platz und generell hat sich halt einfach die Panel-Beschwörung dadurch genervt, dass man keine Extra-Deck-Monster mehr einfach so specialen kann. Auch keine Panel-Monster, die offen auf dem Extra-Deck liegen. Das bedeutet, du musst die Zonen erstmal verlinkt haben. Du kannst also nicht mehr einfach so 4 Monster die Runde beschwören, ohne Sinn und Verstand, die eigentlich schon gestorben waren. Das geht nur noch, wenn die Zonen verlinkt sind. Und diese beiden Nerfs haben Pendel erstmal sehr, sehr stark geschwächt. Und dann kam Elektromalt raus. Und diese Karte hier hat dafür gesorgt, dass quasi jedes Pendeldeck
den einen gleichen Plan verfolgt. Und zwar versucht man, diese Karte hier rauszubekommen, bevor man gependelt hat. Und dann pendelt man und macht seine Plays. Das ist der Plan. Jedes einzelne Pendeldeck funktioniert so. Es gibt quasi keine Ausnahme. Also zumindest nur sehr, sehr wenige. Und das bedeutet quasi, dass du halt immer dieselben Enden spielst, um Elektromind wirklich immer rauszukriegen. So Sachen wie beispielsweise Drachenfinstergewürm oder auch dieses Abyss-Ector-Monster oder etliche andere Sachen, die halt einfach immer als Haufen in jedem Pendeldeck gespielt werden. Und der Playstyle ist immer der gleiche. Vorher hatten wir wirklich die verschiedensten Pendeldecks, die wirklich auf unterschiedlichste Arten und Weisen versucht haben, ihre Skills zu enablen, ihre Kombos zu machen, und es gab eine große Diversität. Es gab auch früher auf jeden Fall Engines, die beliebt waren. Das will ich gar nicht so sagen, dass es nicht schon immer so war. Aber diese Festgefahrenheit von Pendeldecks haben wir noch nie so krass erlebt wie mit Electromite. Weil die Karte ist so stark, dass sie quasi die Strategie von jedem Pendeldeck auf einmal vorgibt. Und das finde ich nicht gut, wenn eine Karte so dominant ist in der ganzen Yu-Gi-Oh!-Szene. Finde ich sehr, sehr kritisch. Ihr könnt mir dazu mal eure Meinung schreiben, aber ich muss sagen, Electromite hat große Downsides. Und ich würde sagen, dass sie dem Spiel auf jeden Fall geschadet hat. Und so langsam kann ich diese immer gleichen Pendeldecks auch nicht mehr sehen, wenn ich ehrlich bin. Also, ich sehe das schon ein bisschen kritisch. Klar, die Karte hier hat Pendeldecks gerettet und das war sehr gut, dass sie das getan hat. Sie ist auf jeden Fall sehr stark und das musste sie auch sein. Aber vielleicht ist sie einfach ein Ticken zu generisch. Ich hätte es gefeiert, wenn zwei, drei starke Pendelmonster rausgekommen wären, als Link-Monster, die alle drei das Format gerettet hätten, beziehungsweise die Beschwörungsmethode gerettet hätten, aber auf verschiedene Arten und Weisen und mit verschiedenen Einsatzbereichen. Und dann hätte man quasi auch immer dieselben Pendeldecks, aber halt drei verschiedene Arten so ein bisschen. Aber dass alle nur auf die Electromite-Kombo gehen wollen und dann Pendel wollen, ist ein bisschen eintönig. Aber wie gesagt, dazu könnt ihr mir auch gerne mal eure Meinung schreiben. Wir machen jetzt aber erstmal weiter bei der nächsten Karte. Und da kommen wir jetzt zu der Karte Albtraumritterin Meerjungfrau. Und diese Karte hier ist ein Link-1-Monster mit der Eigenschaft Wasser und dem Typen Unterwäldler und dem Angriffswert 1000 und einem Pfeil nach unten. Und beschworen wird diese Karte hier aus einem Nightmare-Monster, außer halt der Meerjungfrau selbst. Und der Effekt, falls diese Karte hier als Link-Beschwörung beschworen wird, du kannst eine Karte abwerfen, beschwöre ein Albtraumritter-Monster als Spezialbeschwörung von deinem Deck, dann, weil diese Karte kreuzgelinkt war, als dieser Effekt aktiviert wurde, kannst du eine Karte ziehen. Du kannst diesen Effekt von dieser Karte hier nur once per turn verwenden. Monster auf dem Board verlieren 1000 ATK und Dev, es sei denn, sie sind kreuzgelinkt. Das ist der gesamte Effekt. Wo ist das Problem? Ganz einfach, Orkust. Man muss sagen, Orkust ist ein sehr cooles Meta-Deck. Ich mag die Mechanik, ich finde das Deck wirklich interessant. Ich habe es auch sehr gefeiert, als wir halt zu Beginn diverse Male halt Replays erspielt haben für den Replay-Kanal gegen Orkus, weil die Duelle dagegen wirklich spannend waren immer. Ich habe das sehr gefeiert, aber so langsam wird es echt mir zu bunt. Also durch die Meerjungfrau ist einfach Orkus spielbar überall. Wir haben hier fast Zodiac-Level erreicht. Wenn du in deinem Deck einfach zwei Monster rausbekommst, um auf einen Cerberus beispielsweise zu gehen, um daraus eine Meerjungfrau zu machen, hast du schon alles für die Orkus-Kombo. Mehr brauchst du nicht. Zwei Monster. Egal welche. Wie generisch geht das überhaupt noch? Das ist halt gar nicht mehr krasser möglich, fast schon. Und sofort hast du Zugang zu Karten wie den Girsu, um komplett zu eskalieren. Und es ist halt einfach heftig, wie viele Kombinationen es gibt. Ich könnte euch jetzt aus dem Stegreif 20 Decks aufzählen, die Orkus spielen können, ohne Probleme. Und das finde ich ein bisschen kritisch. Also ich feiere es natürlich, wenn es diverse Engines gibt, die Decks einfach wieder stark machen, die man eigentlich schon vergessen hat. So Karten wie Brillante Fusionen. Ich bin froh, dass es sowas gibt, ja. Weil langsame alte Decks könnten ohne diese zweite Normal Summon einfach nichts reißen. Und deswegen ist es gut, dass es das gibt. Aber Orkus ist so krank stark, dass es einfach gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Thema zu tun hat. Das ist dann einfach nur noch Orkus, was du spielst. Und dadurch, dass du das quasi überall spielen kannst, wird das alles zu einem großen Einheitsbrei. Ihr merkt schon, ich kritisiere heute vor allem Karten, die einfach so generisch sind, dass man sie quasi überall spielen kann und die viele Deckideen zu Einheitsbrei machen, aber ich glaube, dass es auch sinnvoll ist. Weil ich finde, der Charme von Yu-Gi-Oh! Geht davon aus, dass wir so viele Möglichkeiten haben. Du kannst halt aus knapp 10.000 Karten wählen, hast über 100 verschiedene Themendecks, sau viele Strategien. Ich habe jetzt schon 150 Profiles gemacht auf dem Replay-Kanal. Und habe nach wie vor wahrscheinlich nicht mal 10% abgehandelt von den Decks, die man bauen könnte, die sinnvoll sind. Also da kann man auch viel, viel mehr bringen. Und diese Vielfalt ist auch cool.
Aber wenn sowas hier rauskommt und du quasi Orcus überall spielen kannst und es ist auf Metaniveau, ist halt jedes Deck plötzlich einmal durch Orcus spielbar und dann einfach nur noch Orcus. Das ist halt einfach nicht gerade geil, finde ich, vom Design her, vom Spiel. Jetzt ist die Meerjungfrau verboten worden im OCG und ich will das ehrlich gesagt auch hier haben. Ich bin absolut kein Freund von der Karte und will die heute scharf kritisieren. Ich mag Orcus, aber durch unter anderem diese Karte hier wurde es mir kaputt gemacht. Ich weiß, es tut Orcus sehr weh und ich finde es ultra schade, aber was soll man tun? Soll man jetzt Orcus für immer erlaubt lassen und jedes Deck quasi zu einem halben Orcus-Deck mutieren lassen, wenn man es möglichst gut bauen will? Das wäre nämlich Schwachsinn. Also auf lange Sicht muss die Karte eigentlich gehen. Bisschen schade, aber was willst du machen? Die Kombo ist einfach zu stark. Und dann haben wir halt noch die Karte Saruja, der gute Schädelschrecken, ein Link-4-Link-Monster mit der Eigenschaft Erde und dem Typen Drache und dem Angriffswert 2800 und einem Pfeil nach oben, einem nach unten, einem nach unten links und einem nach unten rechts, also quasi die generischen Pfeile plus zwei weitere. Und beschworen wird diese Karte hier durch zwei Monster mit verschiedenen Namen oder mehr, also komplett generisch. Und der Effekt: Diese Karte hier bekommt Effekte basierend auf der Anzahl des Materials, das für ihre Link-Beschwörung verwendet wurde. Zwei oder mehr, falls ein oder mehr Monster als Normal- oder Spezialbeschwörung in eine Zone beschworen werden, auf die diese Karte zeigt. Die Monster bekommen 300 ATK und Death. Relativ egal, aber ganz nett. Drei oder mehr, once per Turn. Du kannst ein Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Sehr stark, aber nicht broken. Aber da kommen wir jetzt auch schon zum Problem. Vier, wenn diese Karte als Link-Beschwörung beschworen wird, du kannst vier Karten ziehen, no joke. Dann lege drei Karten von deiner Hand in beliebiger Reihenfolge unter dein Deck. Ja, was soll man dazu sagen? Du ziehst einfach vier Karten. Klar, du legst wieder drei Stück zurück, aber diese Karte hier macht deine Hand einfach broken. Du hast beispielsweise drei Karten in der Hand, ziehst vier nach, behältst quasi die vier besten und startest in die Combo. Dass man dann nicht seine besten Karten zieht, ist fast unmöglich. Ich meine, du ziehst vier Karten nach. Wenn du deine besten Karten alle dreimal spielst, dann wirst du fast immer eine perfekte Hand haben nach Saruja. Es ist halt einfach mega heftig und diese Karte hier hat keinen Once per Turn. Du kannst sie beispielsweise in Danger Spam Decks einfach dreimal die Runde beschwören und damit insgesamt 12 Karten ziehen. Das ist komplett degeneriert. So eine heftige generische Draw Monster Karte im Exe Deck hat es noch nie gegeben. Die wäre auch vor ein paar Jahren nicht mal ansatzweise denkbar gewesen. Das ist komplett broken. Und die Karte ist beschwörbar durch egal was. Also, ich finde die Karte an sich vollkommen balanced, die darf gerne bleiben, aber halt auf 1. Wenn man die Karte mehrfach die Runde beschwört, ist alles zu spät und die Karte ist dann broken, leider. Man merkt leider so ein bisschen, dass viele Link-4-Monster sehr, sehr unfair sind. Und Schädelschrecken, ja, gehört auch dazu, muss man sagen. Ich würde sagen, die Karte hier schadet deswegen aktiv dem Spiel, weil sie einfach zu krasses Tempo mit reinbringt. Und jedes Spam-Deck noch viel krasser supportet, als es sein müsste, und einfach immer dasselbe Ziel der Fall ist. Du spammst für Saruja, machst deine Hand perfekt und beschwörst dann deine Winning Condition. Das ist normalerweise der Plan in fast jedem Deck, was irgendwie spammt. Und das ist einfach zu viel. Ich will nicht die Decks zählen, die Saruja in sich haben, von meinem Replay-Kanal. Das wären bestimmt 50, 60 Stück von 150. Was soll das? Das ist halt einfach ein Anzeichen dafür, dass die Karte zu gut geschrieben ist. Ich warte jetzt schon seit Monaten, dass die Karte auf 1 geht und es passiert einfach nicht. Wieso? Also ich hoffe, dass jetzt mit der Juli-Bandis, die bald kommt, die Karte endlich auf 1 geht. Wenn nicht, bin ich sehr traurig. Aber gut. Ich würde sagen, es ist schon möglich, dass diverse Karten, die ich heute angesprochen habe, mit der nächsten Bandis behandelt werden, weil die sind schon echte Problemzonen. Aber das war's auch schon mit dem heutigen Video. Ich würde auch gerne hierzu mal einen zweiten Teil bringen, deswegen schreibt mir gerne weitere Karten in die Kommentare, die man hier mal erwähnen sollte. Vielleicht so Karten wie Isolde und so. Da kann man auf jeden Fall auch ein bisschen was auspacken an interessanten Stories, weil es gibt teilweise Karten, die einfach im Spiel sehr, sehr viel Schaden anrichten, beziehungsweise vielleicht einen Ticken zu stark sind. Und über die will ich auch offen reden, deswegen würde ich sagen, ist so eine kleine Videoserie hier vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich fand die Idee ganz cool und ich glaube, gerade die Karten, die ich heute erwähnt habe, können echt bedenkenlos teilweise mal auf die Bandlist wandern. So Karten wie Elektromite jetzt nicht unbedingt, aber auch die lösen Schaden aus. Aber ich meine jetzt gerade so Karten wie Mystic Mine oder auch die Danger-Karten. Oder auch Saruja, bitte auf 1. Warum passiert sowas nicht früher? Weiß ich nicht. Naja. Man kann halt nicht so ganz in die Köpfe von Konami reinschauen, aber Kritik sollte man auf jeden Fall äußern, wie ich finde. Und es wäre sinnvoller, was zu tun. Aber gut, eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und da würde ich sagen, schlagt mir gerne weitere Karten vor.
Und schaut auch gerne mal vorbei bei meinem Sponsor und bei meinem Replay-Kanal, wo ich mittlerweile jeden Tag einen Profile bringe. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.